Die arme Lady. Gekillt vom bösen Schlangen. Falschen Menschen. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Mein Gott, die Menschen sind alle so von ihrem Glauben überzeugt, das ist Wahnsinn. Alles brennt, alles wird angegriffen. Das ist schon super cool gemacht. Diese lustige Geschichte erzählt wird. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich könnte locker drüber klettern, ohne Mist. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Mach das. Und gleich wird sie entführt oder so ein Scheiß. Da. Ah. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Cool. Los, mach. Bitte sehr. Geht doch. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Immer wenn sie unruhig Booker, wird. Sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. In den da! Geschütz, schnell! Würde ich mal sagen. Ansonsten springen wir von oben runter und haben nur einen Versuch. Und hier haben wir das ganze Geschütz. Das ist ziemlich praktisch eigentlich. Okay, ich brauche die Deckung. Wow, der hat ja einen Raketenwerfer. Boah, der verträgt viel. Boah, nicht gerade schwach. Oh ja, die Deckung, die brauchen wir. Alter, es ist... Boah. Ab in die Luft mit dir. Oder auch nicht. Boah, die setzen einem ja richtig zu, das finde ich genial. Geht doch. Nicht mehr viel Munition. Ich muss den da hinten noch ein paar Mal treffen. Toll, mein Geschütz ist natürlich schon Geschichte. Na, jetzt her damit. Danke. Wow. Wahnsinn. Ich geh nur... Boah. Einmal kurz raus. Fress so viel Schaden. Geblendet bin ich auch noch. Ich kann nur einmal zaubern. Nicht genug Salz. Jetzt aber. Ja, voll. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Genau das machen wir. Coole Sache. Nur eine Magazinvergrößerung für die Pistole. Ja, toll. Egal. Dankeschön. Danke. Meine Hand ist ja immer noch verbunden. Das finde ich echt lustig. Alles, was wir machen, hat irgendwie so ein bisschen Konsequenzen. Obwohl das mit der Hand eigentlich gar nicht so schlimm war. Aber wir hätten den Typen in die Fresse schießen sollen. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Sollte hier drin eigentlich sein. Schauen wir es mal hier rein. Schon lange nicht mehr gehabt.
Ja, diese riesige Statue ist schon total riesig, genau. Der große Prophet. Der große Prophet dies, der große Prophet das. Okay, irgendein Schanzbonus. Moment. Obwohl, eigentlich gar nicht so übel. Haben wir da. Karabiner, Panzerfaust, Präzisionsgewehr. Ich warte erstmal ein bisschen. Cool, das ist aber eine ganz schöne Menge. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der Heulen und Schreien seiner Landswald noch hier verlebt. Aber mit dem Salz nicht warten sollen. Lechmännerbucke, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Okay, mach mal hier den Waffenautomat. What the hell? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wow. Ich habe mit allem gerechnet, mit jedem Gegner, aber nicht mit dem Typen. Noch ein wenig. Der große Führer, kann man quasi sagen. Er hat doch die ganzen großen Kriege gewonnen. Munition. Schon ist er platt. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Yep. Gib uns einfach, was wir brauchen. Der Typ spielt einfach nur mit uns, ist alles. Shit, ey. Hier können wir nochmal reingucken. Das Wort des Propheten. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Och, wie herzergreifend. Oh. Fühlt man sich doch gleich richtig, richtig schlecht. Die Arme. Da oben haben wir noch eine Tür. Wir können die Gatling-Gun aufheben. Wow. Okay, die nehme ich anstatt des Präzisionsgewehr. So. Dann machen wir offen. Elizabeth, hilfst du mal? Mal schauen. So. Oh ja, damit werde ich gleich Party machen. Okay, knackig. Hast du das geknackt? Das wird nicht lange dauern. Da ist der Schockjockey drin. Fertig. Was haben wir da drin? Hoffentlich was Gutes. 239, okay, das hat sich doch gelohnt. Hat sich ehrlich gesagt richtig gelohnt. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Na super, ey. Oh, da haben wir eine lustige Spur. Folgen wir der Spur mal. Ist das? Slade. Er ist hier. Überwältige Slade. Wollen wir doch mal. Ich traue der ganzen Sache irgendwie nicht. Gehen wir überhaupt richtig? Ich habe die Fußspuren nämlich aus den Augen verloren. Also hier auf jeden Fall. Aber hier enden die irgendwie. Wir müssen garantiert rausgehen. Da. You deserve a soldier's death. Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete! Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte!
Slade! Nee, du hast eine Klatsche. Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Meine Güte. Keine Verschnaufpause. Jetzt wieder Fähigkeiten einsetzen. Ich schätze mal, dass die da runterkommen. Keine Ahnung. Los geht's. Get the gun power. Nur 17 Schuss. Ein paar haben wir damit gekillt. Wenn noch so viele kommen. Bilder! Los! Okay! Böse! Okay, Salz hebe ich mir für gleich auf. Dann komm doch mal hier runter, du feige Sau! Hol ich dich da runter. Ja, sauber. Du bist nicht der Bukadewit, den ich kannte. Blechmann! Blechmann! Dir Bändlich. Wo sind diese dämlichen Blitzkristalle hier gut? Oh, wow. Ab in die Luft. Oh, ihr solltet Deckung suchen. Bitte sehr! Gut. Was für ein Präzisionswurf hier. Boah, das sind echt keine Verschnaufpause. Das ist ein Medik, wenn das so weitergeht. Stirb! Ab in die Luft. Oh, der wird sauer. Lager Soldat, jetzt komm schon, David. Die Erde wird mein sein, so spricht der Prophet. Ist ja schon gut. Jeder kriegt eine kleine Abreibung. What the hell? Noch so einer. Der ist gleich platt. Ja, kein Problem. Sollte mir Munition für die Gatling angeben. Double kill. Kein Problem. Hallo, David. Zeig mir, was du kannst. Ich kann schon eine Menge. Jetzt mal ohne Mist. Was passiert, wenn ich da reinrenne? Ich krieg Schaden. Mist nicht? Okay. Müssen wir nur noch gucken, wie wir da hochkommen. Wir haben gerade drin hier mal alles so weit rausgeholt, glaube ich. Irgendwas ist da noch. Komm schon, nimm die Infusion. Die ist aber, boah, die ist aber richtig böse versteckt. Diesmal nehmen wir Gesundheit. Gut. Die hätte ich fast übersehen, wenn er nicht so geblinkt hätte. Okay. Ah, dann kommen wir jetzt hoch. Würde man sagen, über die Treppe. Perfekt. Naja, steht nur ein Karabiner. Du hältst mir nicht auf mit deinen kleinen Spielzeugen. Boah, da...
Ey, gerade hat das so wenig Schaden gemacht und jetzt fresse ich so viel. Das konnte ich gebrauchen. Double kill. Okay. Jetzt gib den Schockjockey her. Wie, der ist tot? Der hätte ihn, glaube ich, nur stehen lassen. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Toll. Wie entscheide ich mich? Oh shit, oh shit. Er will ja nur, dass ich das zu Ende bringe. Was ist, wenn wir ihn verschonen? Man ist zwar ein Arschloch, aber trotzdem. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was das für einen Nutzen hat, wenn wir ihn töten oder wenn wir ihn verschonen. Ich meine, der will ja nur verrecken. Er will diesen Soldaten tot sterben. Und Elizabeth wäre entsetzt. Ich werde ihn verschonen. Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Dankeschön. Schockjockey. Boah, Wahnsinn. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Hell freaking yes. Sehr geil. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Richtig. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Er wollte ja nur erlöst werden. Das habe ich gesehen. Deshalb habe ich ihn verschont. Den zu killen wäre falsch gewesen. Soll er da liegen und sein Dasein da schön sonst was mitmachen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück. Und uns richtig, richtig schön rumschwingen. Keine Kugel mehr. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon equipped. Hier, Munition. Gut, dass der im Wasser stand. Diese Kraft scheint ziemlich stark zu sein. Ich mit Salz. Danke. Das ist wirklich extrem praktisch, dass sie das macht. Oh ne, wen hatten wir hier wieder? Ich komme mehr auf einmal, Sam. Gucken wir mal. In am Suchen. Ja, die müssten nur ein bisschen näher ranstehen. Straßenkehrer. Wo ist die Krähe? Okay, fangen! Danke. Komm her. Boah, ist der lange gestanden. Kopf geplatzt. Und weg. Booker, ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. So sieht's aus. Oh Mann, wie praktisch. Und dann haben wir es geschafft. Den Schockjockey. Das ist schon ziemlich cool. Na, die haben wir alle durchsucht. Da liegen noch Münzen. Coole Sache. Okay. Dann benutzen wir den Schockjockey mal auf zu neuen Abenteuern.